Oh, das ist aber auch eine Kampfsau. 600, 800. Komm mal, Junge, mach den guten Preis hier. 800 mehr als 600. Zack, 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 zack. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute den Kampf der Giganten. Und vielleicht auch so ein bisschen David gegen Goliath, denn wir haben hier den größten Akkubohrhammer, den wir von Bosch haben und den wir von Makita haben. Und das ist ein sehr ungleicher Kampf heute, denn wir haben hier den GBH 18V45C gegen den HR006G, denn wir haben hier 12,5 Joule gegen 21,4 Joule beziehungsweise 18 Volt gegen 80 Volt. Ob das ein fairer Kampf am Ende ist und ob der Bosch vielleicht doch gewinnt, das seht ihr in diesem Video. Und wie immer gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen, und zwar einen 250-Euro-Gutschein. Einfach unten in die Kommentare deine Meinung schreiben zu beiden Geräten und schon hast du die Chance auf 250 Euro. Wir haben heute wirklich einen sehr, sehr ungleichen Kampf, denn Bosch hat hier wirklich mal das Nachsehen mit 12,5 Joule und auch ein wesentlich kleineres und handliches Gerät. Wobei, wenn man bei dem Gerät hier von klein und handlich spricht, ist das auch schon ein bisschen merkwürdig, oder? Jedenfalls haben wir hier bei Makita 21,4 Joule und auch ein wesentlich größeres Gerät. Und das werden wir uns heute hier mal anschauen. Wir werden heute testen, 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 denn wir werden hier ein ordentliches Loch damit bohren. Ja, mal schauen, wer ist von beiden schneller dabei. Und natürlich werden wir auch hier heute wieder richtig abreißen und da auch auf Geschwindigkeit prüfen. Kommen wir zu den technischen Daten. Und wie immer blende ich euch das hier an der Seite ein. Und ihr seht, so viel Unterschied gibt es gar nicht am Ende des Tages. Ja, wir haben hier wirklich relativ wenig Unterschiede, denkt man erst einmal. Denn von der Umdrehung her, ja, sind die beiden relativ ähnlich. Irgendwo so um die 300 Umdrehungen. Von den Schlägen her ist es auch ähnlich. Wir haben hier so um die 2200, hier um die 2700 Schläge. Na, das ist schon ein gewisser Unterschied. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die viel entscheidender sind. Nämlich, wie viel Kraft hat das Gerät? Nämlich genau darum geht es, wie viel Kraft hat der Schlag, der hier so nach vorne passiert. Ja, und da haben wir hier bei Bosch eine Kraft von 12 Joule, hier bei Makita eine Kraft von 21 Joule. Und das ist natürlich enorm. Joule ist die Maßgröße für Kraft in der Vorwärtsbewegung hier an der Stelle. Und jetzt die Frage, was ist denn eigentlich normal? Weil 12 Joule, ja, ist doch gar nichts. 20 Joule, ja. Nee. Wenn du einen ganz normalen Bohrhammer hast, wo du gehst im Baumarkt, kaufst du so ein kleines Gerät, einen Bohrhammer, so, da hast du irgendwas so um die 1 bis 3 Joule, vielleicht auch mal so 4, 5, aber mehr hast du in der Regel erstmal bei den einfachen Geräten nicht. Hier richtige Monster, also beides sind eigentlich richtige Monster. Schon mit 12 Joule bist du weit vorne dran. Aber die Sache ist, wir haben hier auch einen großen Unterschied im Akkusystem. Bei Bosch haben wir hier einen 18-Volt-Akku, ja, einen klassischen 18-Volt-Akku. Das heißt klassisch, wir haben einen Pro-Core 18-Volt, 12-Ampere-Stunden-Akku hier drin. Das ist schon ein ordentlicher Kavenzmann, aber wir kommen hier mit dem 18-Volt-System klar. Das ist ein Biturbo-Brushless-Gerät von Bosch. Das heißt, wir haben hier einen Biturbo-Motor, einen Biturbo-Brushless-Motor und einen entsprechenden Akku brauchen wir dazu, einen Pro-Core-Akku, mindestens 5,5 Ampere-Stunden. Der 8er geht auch, der 12er geht auch, um hier die maximale Kraft halt rauszuholen. So, aber ihr seid im 18-Volt-System von Bosch immer noch ansässig und habt dementsprechend den Vorteil, dass ihr im ganz normalen Bosch Professional-System unterwegs sein könnt und könnt mit diesem Gerät arbeiten. Bei Makita sieht das etwas anders aus. Ja? Und das sind auch die großen Unterschiede zwischen den beiden Geräten. Bei Makita haben wir hier nicht einen Akku, sondern haben wir zwei Akkus. Ich zeige euch das mal hier nochmal. Wir haben hier wirklich zwei 40-Volt-Akkus drin. Und das macht auch ganz schön nochmal zusätzliches Gewicht aus. Und wir haben hier natürlich, dadurch, dass wir zwei 40-Volt-Akkus hier drin haben, nicht 40 Volt, sondern das Gerät läuft auch, wir können das hier mal schauen, hier, ja, das läuft auch mit einem Akku nicht, sondern du brauchst immer zwei, weil es ist ein 80-Volt-Gerät. Und Makita hat gesagt, so, wir wollen jetzt das Maximum, was irgendwie geht, ja, rausholen. Deswegen haben sie zwei Akkus kombiniert zu 80 Volt und haben damit es auch geschafft, hier 21,4 Joule Schlagenergie in so ein akkubetriebenes Gerät reinzubekommen. Der Hammer, oder? Deswegen wollen wir es nämlich auch testen, testen, testen. Und ich bin schon sehr gespannt. Aber erstmal kommen wir zum Thema Preis. Hier bei Bosch haben wir einen Preis von rund 600 Euro. Und wenn du dich für die Geräte interessierst, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Und übrigens auch passendes Zubehör. Sowas wie die ganz kleinen Bohrer hier, so, wenn du mal so ein Bild aufhängen willst, oder? Macht man das nicht damit? Schreib es mal unten in die Kommentare.
So, jetzt, wenn wir hier einen Preis von 600 Euro haben und haben hier fast das Doppelte an Starkenergie, würde man ja hier erwarten, sind weit über 1000 Euro, ist aber nicht so. Wir haben hier bei Makita rund einen Preis von 800 Euro. In beiden ist es natürlich so, bei beiden ist es natürlich so, dass wir hier einen Preis haben ohne Akku. Das heißt, solo kostet hier das Gerät 600 und dieses Gerät rund 800. Aber bevor wir gleich testen, gucken wir uns die Geräte nochmal im Detail an. Hier bei Bosch haben wir einen entkoppelten Handgriff, das sehen wir hier und auch da, ja, sodass wir hier weniger Vibrationen haben, die hier übertragen werden. Hier die klassischen Einstellmöglichkeiten für Hämmern, hier Bohrhämmern und hier entsprechend den Meißel zu verstellen. Wir haben übrigens weder bei Bosch noch bei Makita einen Rechts-Links-Lauf, sondern einfach nur geradeaus rein. Der Name verrät es übrigens beim 45C schon, nämlich wir haben hier ein Connectivity-Modul und können das Gerät über Bluetooth einstellen. Hier am Display können wir sehen, wie voll der Akku ist, ja, oder ob wir hier ein Problem haben, nämlich Überhitzung oder was auch immer, oder hier Rückschlag. Wir können aber auch hier drüber die Modi einstellen, die wir übers Handy entsprechend auch noch konfigurieren können. Den Zusatzhandgriff kann man übrigens stufenlos einstellen, wo immer ich das hinhaben möchte, festziehen, ja, und dann sitzt der auch ordentlich. Hier auf den Knopf kann ich übrigens das Dauermeißeln einstellen. Ich muss also nicht die ganze Zeit diesen Knopf hier gedrückt halten, und zwar so. Ich muss also beim Meißeln nicht die ganze Zeit den Knopf gedrückt halten, sondern ich kann mehr so arbeiten, machen und tun. Ja, finde ich super hilfreich, weil dieses dauerhafte Drücken beim Meißeln, das nervt schon, wenn man wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde am Stück arbeitet. Zusätzlich kann man diesen Griff aber noch für was anderes, nein, nicht den Griff, sondern den Knopf für was anderes nutzen, nämlich ich kann hier drauf drücken. Dann passiert erstmal gar nichts, sondern ich kann hier jetzt nicht mehr drücken, ich kann nicht mehr abziehen. Das heißt, wenn ich das Gerät in der Gegend rumtrage, ja, dann habe ich hier eine Arretierung und das Gerät geht nicht los. Finde ich doch super. Ansonsten muss man sagen, wir haben hier über 8 Kilo Gewicht und das merkt man auch. Also das will auch benutzt werden und ich würde sagen, freiwillig, wenn ich ein kleines Gerät nutzen kann, würde ich den erstmal so nicht nehmen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Gerät ist, sondern ich würde es wirklich eher für die großen Löcher nehmen. Also für Bildaufhängen. Und wo wir gerade bei Gewicht und Handlichkeit waren. Boah, also mit dem hier, ja, willst du eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt hier mal so ein kleines Löchlein bohren. Eieieiei. Also mit deutlich über 10 Kilo haben wir hier ein Gerät. Das will man auch dann, ja, das möchte man auch dann gehalten haben. Apropos halten, wir haben hier übrigens zwei Griffe dabei. Einmal diesen Griff und einmal diesen Griff. Beide sind sehr robust, halten ordentlich fest. Da haben wir beim Test auch überhaupt keine Probleme gemacht, denn wir haben ja schon getestet. Aber schauen wir uns das Gerät mal erstmal genauer an und fangen wir hier hinten an. Und eine Sache habe ich noch gar nicht gesagt. Das hier sind keine SDS-Geräte. Das heißt, wenn du mal so ein 6er Loch oder ein 8er Loch in eine Wand bohren möchtest, ja, zum Bilder aufhängen. Nein. Wir haben hier wirklich SDS-Geräte, ergo, nein, SDS-Max-Geräte. Das normale SDS-Plus funktioniert hier nicht. Das heißt, wir haben hier eine ganz andere Aufnahme. Auch für die, ja, für die großen Geräte ist ja schon ordentlich was dabei, ja? Dass das hier auch ordentlich hält entsprechend. Das heißt, beide Geräte SDS-Max und nicht SDS-Plus. So, jetzt haben wir aber das Thema, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben jetzt hier zwei Akkus. Und zwar hier Akku, das Gerät ist wirklich sehr, sehr unhandlich, wenn man es einfach nur mal hier ein bisschen hin und her tragen möchte. So, wir haben hier Akku Nummer 1 und Akku Nummer 2, die einzeln schon ordentlich Gewicht haben. Ja? Aber auch so ist es immer noch, Mann, ordentliches Gerät. Und du brauchst immer beide Akkus. Das ist wichtig, nur mit einem Akku kannst du es nicht betreiben. Und denk dran, wenn einer von beiden leer ist, ist auch schon Schluss. Also es geht nicht darum, dass er drinnen sitzt, sondern der muss auch noch ein bisschen Saft haben. Ja, also achte immer drauf. Das heißt also hier, bei unserem 80-Volt-Gerät musst du immer eigentlich 4 Akkus haben. Das heißt zwei, mit denen du arbeitest und zwei, die du laden kannst. Im Gegensatz zu Bosch, wo du nur 2 brauchst. Im Gegensatz zu Bosch haben wir hier keinen Handgriff, der die Vibration dämpft. Das hier ganz klassisch, wie ihr es kennt, meißeln, Bohrmeißeln und hier die Meißel verstellen. Hier kann man übrigens ganz klassisch die Geschwindigkeit einstellen. Eine Sache, die bei diesen Geräten extrem wichtig ist, ist das Thema Rückschlagstopp oder Kickback-Control oder. Jeder hat eine andere Bezeichnung für. Hier bei Makita heißt es AFT. Ach, weil ich es übrigens gerade sehe, natürlich haben beide Geräte hier ein Brushless-System, haben also Brushless-Motoren drin. Aber hier ist es so, dass, stell dir mal Folgendes vor, ja, du hast diesen, ja, diesen Bohrer. Ja. Du hast hier 21,4 Joule, die an deinem Arm dranhängen. Und dann stell dir vor, dass der Bohrer verkantet und das Gerät sich rumdreht. Und hier haben wir ein Gerät deutlich über 10 Kilo, 21 Joule, und die wollen dann irgendwo auch weg.
das nicht schön für den Arm, nicht schön für die Schulter und nicht schön für alles andere drumherum. Das heißt, das würde dich dann irgendwie so mitdrehen und du würdest dir gegebenenfalls sogar den Arm brechen oder ähnliches. Ja? Das wollen wir nicht. Das will auch Makita nicht, das will Bosch nicht. Deswegen gibt es so einen sogenannten Rückschlagstopp. Und ich zeige euch das mal. Ja? Ja, ihr habt gesehen, ich habe nur so einen Impuls ausgeübt. Ich mache es mal nochmal. Ja, für euch aus eurer Richtung vielleicht nochmal. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal bei Bosch. Ja, auch hier nur den Impuls ausgeübt, nur einen kleinen Impuls und schon bleiben die Geräte stehen. Ein enorm wichtiger Sicherheitshinweis, dass ihr darauf achten solltet, dass eure Geräte das auch haben. Und ich habe euch ja gezeigt, wie ist denn das eigentlich jetzt hier mit dem Kickback-Control oder Rückschlagschutz oder. Ja? Und das brauchen wir ja nicht beim Meißeln, sondern das brauchen wir ja beim Bohren. Und deswegen werden wir jetzt endlich auch mal bohren. Und dafür haben wir das hier, nämlich unseren amtlichen 40 mm Bohrer. Und den werden wir jetzt einmal komplett durch den Beton jagen und mal schauen, wie die beiden sich schlagen. Wie viel macht denn das jetzt eigentlich aus? 12 zu 21 Joule. Ihr habt gerade den Test schon gesehen und das war doch echt erstaunlich, oder? Wir haben mit diesem richtig großen Bohrer 40 mm in den Beton oder durch den Beton gebohrt. Und hier war es so, dass der Unterschied gar nicht so groß war. Ich blende euch hier oben auch mal die korrekten Zeiten ein. Wir haben es ein bisschen mit dem Handy beim Testen gefilmt und da war es so, dass wir hier 55 Sekunden gebraucht haben und hier bei Bosch 1:05. Also gerade mal 10 Sekunden länger, obwohl das Gerät wesentlich weniger Kraft hat. Erstaunlich, oder? Das heißt also, beim Bohren macht die Kraft hier eigentlich kaum einen Unterschied. Das heißt, hier die 12 Joule reichen auf jeden Fall zumindest für den Bohrer hier aus. Das für dich also auch nochmal wichtig zu wissen, ja, wie groß oder wie viel möchte ich mir denn eigentlich so an den Arm ranbinden? Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zum noch interessanteren Test, nämlich unserem großen Bohrmeißel. Und dafür wollen wir jetzt ja auch wirklich ordentlich was abreißen. Uiuiui, was war das denn? Da haben wir echt gesehen, es gibt einen riesen Unterschied und nochmal zur Einordnung. Es war nie unser Ansinnen zu sagen, wahrscheinlich wird Bosch hier Makita schlagen. Das ist Quatsch. Das können wir wirklich beim Meißeln nicht erreichen. Natürlich sind 21 Joule immer, haben immer mehr Kraft als hier die 12 Joule. Hier beim Abriss war es überhaupt kein Thema.
Bosch rund 12 Minuten, gegenüber Makita rund 5 Minuten. Ja, die konkreten Zeiten stehen nochmal hier oben, die wir aus dem Video rausgemessen haben. Wir sehen aber auch eine Sache, und zwar, Makita ist ein ganz schönes Eisenschwein. Das heißt, wenn du da so stehst, machst du ja, dann ist es so, dass du im Handling, ist das Gerät hier wesentlich schwerer, also nicht nur physisch schwerer, sondern es ist einfach auch schwerer, es so zu handeln und von einem Punkt zum anderen Punkt auch umzusetzen. Ja, das muss man halt wissen. Demgegenüber ist es so, dass hier aber auch wesentlich größere Brocken halt rausgebrochen werden konnten und der Abtrag war einfach schneller, weil ja, die Brocken größer waren und weil die Kraft stärker war und so weiter und so fort. Das ist völlig logisch. Ja. Hier bei Bosch hattest du ein etwas besseres Handling und weniger Vibration, weil du merkst, das ist ja auch schon, wie ich es hier in die Hand nehme, kann Arbeit machen und tun gegenüber dem Makita. Das geht auch, aber das geht sofort auf den Rücken bei dem Gewicht. Hier weniger Vibration, aber deutlich länger. Und dementsprechend musst du für dich auch wissen, was ist denn so eher so dein System? Ja? Sagst du pure, absolute, ultimative Kraft? Das Größte, was Makita gerade anbietet hier mit 21 Joule, macht einen guten Job, braucht aber auch 80 Volt, 42 Volt Akkus. Oder sagst du eher, naja, ein bisschen weniger Kraft tut es auch. Ich meißel weniger, sondern bohre eher große Löcher. Da hast du gesehen, Zeitunterschied nicht so groß und hast hier wenig Vibration und bist im 18 Volt System. Das heißt übrigens, dass du auch einen Nicht-Pro-Core-Akku hier reinstecken kannst und hast dann zwar etwas weniger Power, aber kannst auch mit jedem Bosch Professional Akku hier trotzdem normal einfach mal weiterarbeiten, wenn der große hier, wenn der Pro-Core gerade nicht zur Verfügung steht. Ist halt natürlich auch so sein Vorteil. Bin sehr gespannt, was ihr meint. Schreibt es mal unten in die Kommentare und denkt bitte dran, wie immer, wir haben einen Werkzeugvergleich gemacht unter der Seite, unter unserer Werkzeugvergleichsseite. Da kannst du nochmal alle Daten nachlesen und du kannst dort auch deinen Liebling klicken. Das heißt, welchen von beiden findest du persönlich besser? Ja? Und wenn du in die Kommentare dein Liebling reinschreibst, hast du immer noch die Chance auf 250 Euro Gutschein. Jetzt würde ich sagen, ran an den Beton und bis zum nächsten Mal.